So, also wir haben uns jetzt gedacht, da es sowieso die ganze Zeit nur um Coronaviren geht und wir den ganzen Tag zu Hause bleiben sollen, was wir eigentlich auch machen, wenn wir nicht gerade arbeiten sind und das auch in absehbarer Zeit sich nicht ändern wird, sollten wir auch mehr Content über Coronaviren bringen, denn es gibt eigentlich kein medizinisches Thema, das derzeit so alltagsrelevant ist. Da aber viele Themen, wenn es um Coronaviren geht, nicht gleich eine ganze Folge füllen, haben wir uns überlegt, quatschen wir einfach mal zwischendurch paar Kleinigkeiten. In welcher Regelmäßigkeit, das können wir jetzt noch nicht sagen. Also wahrscheinlich wird das eher komplett unregelmäßig und ob wir uns abwechseln oder nicht, oder nur Timo das macht oder nur ich das mache, das wissen wir noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Die Folgen werden auch kurz, also vielleicht 3, 4 Minuten. Mehr schaffen wir nicht. Es ist auch wirklich eine Menge Arbeit neben dem ganzen anderen Rest. Also willkommen zur MTMA Quarantäne. Ich bin Marcel und Timo ist nicht da. Eine Frage, mit der man sich unter anderem beschäftigt hat, ist, wie kann es sein, dass Italien so viele Infektionen hat und so viele Todesfälle, wenn wir in Deutschland im Vergleich gar nicht so weit weg sind, aber eine sehr niedrige Sterberate bisher haben? Hat man sich in den Wochen zuvor eher so geäußert, dass man gesagt hat, man weiß es einfach nicht? Ist man inzwischen in der Meinung, dass es mit der Art der Testung zu tun hat? Also weniger die Art, sondern eher, wer wurde wann getestet? Also wer hat eigentlich wann angefangen zu testen? Und wer wurde dabei getestet? Also nehmen wir zum Beispiel mal heute, den 31. März 2020. Wir haben heute ca. 62.000 infizierte Menschen in Deutschland. Ca. 500 sind verstorben und etwa 16.000 gelten als geheilt. Italien hingegen hat ca. 95.000 Infizierte, über 10.000 Verstorbene und nur 13.000 Geheilte. Also da scheint irgendein Missverhältnis zu bestehen. Also während wir jetzt eine Infektionssterblichkeit in Italien von fast 10% haben, haben wir in Deutschland nur eine von etwa 1%. Man erklärt sich das jetzt damit, dass in Deutschland sehr früh, nämlich schon vor Monaten, angefangen wurde, Menschen zu testen. Und wen hat man da getestet? Man hat letztendlich getestet, wer symptomatisch wurde. Also, wenn jemand eine entsprechende Anamnese hatte, beispielsweise Kontakt mit einem Infizierten oder eine entsprechende Reiseanamnese war, also in einem Risikogebiet war und die entsprechende Symptomatik mitbrachte, dann wurde der getestet. Dabei handelt es sich dann meistens natürlich um eher junge, gesunde Menschen. In Italien hingegen hat man das eben nicht gemacht. Man hat erst sehr spät angefangen zu testen. Und wen hat man da getestet? Wenn man sozusagen erst reagiert hat auf kranke Menschen, hat man auch kranke Menschen getestet. Also das sah dann letztendlich so aus, dass da sehr viele schwerkranke Menschen in die Krankenhäuser kamen und man anfing, diese zu testen. Man hat also eine sehr große Menge an Menschen getestet, die bereits schwer krank waren. Und als dann das Chaos ausbrach, hatte man sehr viele getestete Menschen, die alle schwer krank waren und eine hohe Wahrscheinlichkeit hatten zu sterben. Und was dann ja auch der Fall war, beziehungsweise immer noch ist. Einen ähnlichen Effekt sehen wir jetzt letztendlich in den USA. Die haben schon über 140.000 Infizierte, aber schon 2.000 Verstorbene. Das ist quasi nur etwas über das Doppelte von dem, was wir hier haben, aber schon das Vierfache an Verstorbenen. In Spanien ist es letztendlich genau das Gleiche. Dort gibt es inzwischen 80.000 bestätigte Infektionen und 7.000 tote Menschen. Das heißt wiederum, eine genaue Infektionssterblichkeit lässt sich eigentlich aktuell noch gar nicht aussagen. Man geht zurzeit von 1% aus. Um es exakt zu bestimmen, müsste man allerdings genau wissen, wie viele Menschen wirklich infiziert sind und dann, wie viele Menschen daran versterben. Solange man also nicht weiß, wie viele in Italien tatsächlich infiziert sind und man nur Schwerkranke oder hauptsächlich Schwerkranke beziehungsweise einen ganz großen Teil an Schwerkranken in dieser Zahl der Infizierten drin hat, ist natürlich auch die Infektionssterblichkeit dort viel höher. Aber eben noch nicht realistisch. Da wir aber in Deutschland angefangen haben, viel früher zu messen, das sieht man übrigens auch daran, dass wir viel mehr Geheilte haben als in den anderen Ländern, außer China jetzt, kann man davon ausgehen, dass man anhand der Daten in Deutschland genauer die Infektionssterblichkeit berechnen kann als anhand der Daten der anderen Länder. Aber auch hier ist es immer noch zu früh, darüber eine definitive Aussage zu treffen. So, das war's jetzt erstmal mit der ersten Folge dieser Art. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Hat sie euch gefallen? Wollt ihr mehr davon? Schreibt sie ebenfalls gerne in die Kommentare. Und ansonsten gerne abonnieren, Glocke aktivieren und liken. Bis zum nächsten Mal.